Starten wir mal mit dem ersten Bild. Ist hier in Köln entstanden. Will ich gar keine lange Geschichte irgendwie zu erzählen, aber ganz funny. Ist hier ein relativ bekannter Spot an so einem Museum. Und ich stand da circa 20 Minuten, habe darauf gewartet, dass irgendwas Interessantes passiert, dass irgendjemand vorbeikommt. Weiß nicht, dass sich das lohnt, weil die Wand eigentlich ziemlich cool aussah. Und dann ist da tatsächlich einfach ein Mönch random vorbeigekommen. Da dachte ich, ja gut, das hat sich gelohnt. Okay, fangen wir an. First Step. Auf jeden Fall Lens Correction anmachen. Wenn ich mich nicht irre, ja, 20 mm. Das ist so eine Pancake, Sony Pancake Lens. Eignet sich für so Street Photography relativ gut, weil ist man unauffällig. Das ganze Bild ist ein bisschen krass überbelichtet. Das werden wir jetzt alles erstmal fixen. Lens Correction hat schon mal seinen Teil getan. So, dann, anstatt hier jetzt einfach auf Auto zu drücken, wie das die allermeisten professionellen Fotografen machen, mache ich Editing eigentlich immer komplett von Grund auf. Also ich benutze hier nicht groß Presets oder so, sondern ich gucke einfach, okay, was ist die Grundstruktur des Bilds irgendwie cool und was kann man dann damit machen. Ich drücke trotzdem einmal kurz auf Auto, um zu gucken, was Lightroom mir denn anbietet an Verbesserungen. Das erste, was ich jetzt aber mache, ist erstmal Exposure runterziehen. Das Bild ist ohnehin überbelichtet und ich finde, dass das Ganze vielleicht nice aussehen würde, wenn man es so ein bisschen moody, dark-mäßig macht. Schauen wir mal. Genau, nicht wundern, wenn hier ab und zu mal so blau und rot auftaucht. Das sind einfach nur meine Peaking-Level. Wenn was überbelichtet ist, also komplett weiß ist, dann ist es rot. Wenn es komplett schwarz ist, ist es blau. Ganz einfache Geschichte. Das heißt, ich werde Exposure ungefähr so anpassen, dass nicht allzu viel hier in den Schwarztönen verloren geht. So, Kontrast lassen wir erstmal zurück. Highlights. Puh, ja, Highlights weg. Highlights weg. Wir wollen immer mehr Details. Shadows werden wir anheben müssen. Wobei, ich glaube, wir machen das ein bisschen anders. Anstatt, dass ich hier in den ganz normalen Einstellungen, in den Kontrastwerten rumspiele, werde ich, glaube ich, direkt mal in die Tone Curve gehen. Das macht ein bisschen mehr Sinn, weil ich ein bisschen mehr Kontrolle über den Kontrast habe. Also ihr könnt hier zum Beispiel sehen, ich muss mal schauen, kann ich das denn hier, konnte ich das nicht mal irgendwie vergrößern oder so? Irgendwie ging das doch mal. Aha, da ist es doch. Klasse. Ihr könnt hier, sowohl hier oben als auch hier unten sehen, Histogramm. Histogramm zeigt euch eigentlich einfach nur an, auf der linken Seite ist alles schwarz, auf der rechten Seite ist alles weiß. Und das Histogramm zeigt quasi an, in welchen Bereichen welche Farben und welche Helligkeitswerte liegen. Also wir können hier beispielsweise sehen, dass hier relativ viel Midtones drin sind. Hier ist ein bisschen schwarz, das wird dieser Bereich hier sein. Und ansonsten haben wir ein paar Highlights und sehr viele Mittelwerte quasi. Und das Gleiche sehen wir hier auch in der Tone Curve. Und das Geile an der Tone Curve ist, anstatt dass ich hier jetzt in den Basic Corrections, in der Tone Correction einfach nur Shadows, Highlights und so hin und her slide und ich weiß nicht so ganz, wo ich da ansetze. Ich kann das hier oben zwar sehen im Histogramm, kann ich einfach in die Tone Curve gehen und kann genau sagen, okay, pass mal auf, hier da, wo die Mittelwerte sind oder hier da, wo die Highlights sind, da werde ich jetzt einen Punkt setzen und werde dann genau die targeten quasi. Wer schreibt mir da? Niemand. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, hier in diesem Bereich sind die Highlights, dann könnte ich hier beispielsweise runterziehen, um mehr Details rauszukriegen. Ich mache es aber genau umgekehrt. Wir machen eine Basic S-Curve, nennt sich das Ganze, um generell ein bisschen Kontrast reinzukriegen und mit Kontrast kommt auch direkt Sättigung. Also ihr seht, dass hier, je weiter ich das ausreize, desto mehr Farben kommen auch quasi rein. Machen wir das Ganze mal rückgängig, weil wir wollen ja nicht übertreiben. So, erstmal nur slightly ein bisschen Kontrast reinbringen. Ups, da habe ich mich verklickt, alles klar. So, und dann gucken wir mal, wie wir das mit den Mittelwerten hier machen. Aha, da könnt ihr nicht direkt sehen, da passiert am allermeisten. Da, wo dieser große Peak ist mit den Midtones,
Wenn ich die jetzt hoch oder runter ziehe, passiert da am allermeisten. Ich werde die wahrscheinlich ein bisschen runterziehen. So. Und was ich auch noch machen werde, das gibt dem Ganzen so einen kleinen, so einen Faded-Look quasi. Könnt ihr ja direkt sehen quasi, wenn ich den Schwarzpunkt anhebe. Dann ist das tiefste Schwarz nicht schwarz, sondern ich sage ihm einfach, es ist grau. Und damit habe ich zum Beispiel dieses Problem hier, dass ich hier Details verliere in den Shadows oder in den dunklen Bereichen direkt ausgemerzt, indem ich einfach sage, pass auf, das ist gar kein Schwarz, sondern das ist eher so dunkelgrau. Sieht dann direkt ein bisschen moody aus. Ja, ich meine, ist jetzt auch nichts Neues mehr, so den ganzen Shit kennt man eh schon irgendwie von Instagram und Co. Alles, was immer irgendwie so einen Look hat, kann man sich schon so denken, ah ja, gut, da hat jemand Schwarzwerte hochgesetzt. Beziehungsweise den Blackpoint hochgesetzt. So. So viel erstmal zur Tone Curve. Mehr werde ich da jetzt nicht machen. Ich glaube, ich werde das Bild ohnehin in Schwarz-Weiß machen. Durch einen Klick auf V könnt ihr in Lightroom das Ganze direkt in Schwarz-Weiß euch anzeigen lassen. Und ich glaube, ich werde das auch in Schwarz-Weiß lassen und werde dann von hier aus gucken, was ich da rausholen kann. Highlights noch ein bisschen runter, Shadows ein bisschen runter. So. Dadurch verändert sich eigentlich an der Tone Curve fast gar nichts. Nicht wirklich. Außer, dass das Bild schwarz-weiß ist. Also das, ihr habt das vielleicht vorher gesehen, hier oben war noch so gelb und rot und sowas, RGB-Farben. Habe ich jetzt quasi einfach alle nur weggemacht. Was wir jetzt auch machen, ist das Bild erstmal in 16:9 croppen, weil mir der generell der Ausschnitt nicht gefällt. Und was ich vorher auch noch mache, ist das Transform-Tool zu benutzen. Und zwar, ihr seht ja, dass das ein bisschen off ist alles, dass es ein bisschen schief und krumm ist. Ich kann hier Lightroom jetzt sagen, so, versuch das mal automatisch zu fixen, wenn ich hier auf Full oder Auto gehe. Das funktioniert auch relativ gut. Um ganz sicher zu gehen, gehe ich aber hier in diesen Guided-Modus und suche mir jetzt hier zwei Linien, die gerade sind und die möglichst weit auseinander liegen. Also hier die Kante der Mauer, Linie Nummer 1, und die Linie Nummer 2 wäre in meinem Fall dann diese hier. So, und Lightroom korrigiert jetzt direkt, falls das Foto gekippt war oder sowas. Das gleiche werde ich jetzt noch hier unten machen am Bürgersteig. Horizontal. So. Und die weitest entfernte Durchgängelinie ist diese hier. So, sieht doch direkt wesentlich besser aus und gerade aus. Wenn man das mal vergleicht zu dem RAW da oben. Ich kann mal eben gucken, kann ich nicht hier vor und nachher anzeigen? Nein, kann ich nicht. Beziehungsweise kann ich doch, aber... Ah, das ist hier immer so ätzend in Lightroom. Aha, da ist es doch. Also vorher, nachher. Come on, was ist hier los? Ah, da hat nur ein bisschen gedauert. Ja, Lightroom ist nicht das schnellste Programm. Also es hat schon mal einiges ausgemacht. Okay, wir bleiben in Schwarz-Weiß. Das nächste, was ich mache, Detail, ein bisschen Sharpening. Allerdings will ich nicht alles scharf haben. So, das hier wäre jetzt alles scharf. Sondern ich werde das Sharpening nur so auf die gröbsten Linien und so quasi ansetzen. Deswegen die Maske etwas hoch, Sharpening etwas weiter nach oben. Dann haben wir hier oben in den Metadaten, sehe ich einmal, dass das mit einer 400stel Sekunde geschossen wurde, was okay ist. Dafür, dass da jemand vorbeiläuft, sollte eigentlich nicht großartig blurry sein. Blende auf 4.5 und ISO 100, das heißt, ich brauche wahrscheinlich keine Noise Reduction, weil es eh schon sehr lowes ISO ist oder ISO ist. So, und jetzt kommen wir eigentlich mal dahin, wo wir jetzt hoffentlich das meiste rausholen können, und zwar bei dem Black and White Tuning. Gucken wir mal kurz, ob ich hier noch was am
Kontrast ändern will. Ne, das machen wir rückgängig. Ah ja. Das sieht doch direkt eine ganze Ecke nicer aus. Ist Lightroom free to play? Fragt ein User. Nein, ist nicht free to play. Lightroom kostet Geld, genauso wie Photoshop auch. Die allermeiste gute Bildbearbeitungssoftware oder Schnittsoftware kostet Geld. Also, wenn ihr etwas umsonst kriegt, nichts ist umsonst im Leben. Wenn etwas umsonst ist, könnt ihr euch direkt denken, ja gut, entweder gibt es da Microtransactions, das heißt, ihr müsst bestimmte Sachen hinterher selber nachkaufen, oder ihr habt nur ein abgespecktes Feature-Set. Nein, nicht Free-to-Play. So, gehen wir mal in das Black and White, in den Black and White-Tab hier rechts. Was wir da jetzt machen können, ist alle Farben, die normalerweise nicht in dem Schwarz-Weiß-Bild sind, also in dem richtigen Bild, also in dieser Version, einen Moment, so, in dieser Version, da können wir quasi sehen, welche Farben da drin sind, und die können wir in Schwarz-Weiß trotzdem targeten und ändern, also die Luminanz der Farben. Allerdings sind hier fast nur Skin-Tones drin, also alles so, ja, Gelbtöne. Deswegen können wir das allermeiste wahrscheinlich hier rausholen. Ja, hier beim Orange, da sehen wir es auf jeden Fall. Was machen wir denn? Red machen. Rot macht nicht viel. Green wahrscheinlich auch nicht viel. Es ist halt eh super wenig Farbe im Bild von vornherein, deswegen. Gucken, was Lightroom mit Autotunes macht. Naja, okay. Ist in Ordnung. So super viel können wir da nicht rausholen. Wir gehen jetzt nochmal ins Basic Tab und erhöhen einfach krankomat den Kontrast. Schwarz-Weiß sieht am nicesten aus, wenn es möglichst viel, nicht möglichst viel Kontrast hat, aber ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. Ups. Ich meine, wenn man in Black and White sowieso nicht viel hat, mit dem man spielen kann, also keine Farben, dann sollte man vielleicht am allermeisten mit dem Kontrast irgendwie rumspielen. So, fügen wir mal noch eine Vignette zu. Vorher croppen wir das Ganze aber mal auf 16:9. So, und frame das mal ein bisschen anders, sodass der Kollege hier auf der rechten Drittellinie ist. Ungefähr so. Und ich will eigentlich diese Straße im Vordergrund überhaupt nicht haben. Das heißt, ich werde den Schnitt unten hier ansetzen, sodass ich oben hier noch was von diesem Muster drin habe. Vielleicht werde ich den sogar komplett wegschneiden unten. Den. Ja. Das sieht doch ganz nice aus. Sorry, da ist mir noch ein kleiner Rübser durchgegangen. Uns mal vorher nach angucken. Was mich noch extrem stört, ist die linke Seite. Die ist halt noch super hell. Und der Dude hier, der säuft ehrlich gesagt auch ein bisschen ab. Wenn ich hier mal noch näher rangehe, da verlieren wir extrem viele Details. Muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht nochmal. Anders ziehe. Wir ziehen mal noch eine Vignette rein. Eigentlich bin ich nicht so der Fan von Vignettierungen. Aber in dem Fall passt das eigentlich ganz gut zum Mood. Darf man allerdings auch nicht übertreiben. So, Detail. Split Honing, nein. Wo wollte ich denn nochmal hin? Hier, Effects. Wo ist denn. Bin ich dumm? Moment, wo ist denn. Ah, da. Okay, das ist ein bisschen merkwürdig. Das haben sie hier in Lightroom Classic, ist Clarity, und also hier der Presence Slider, ist woanders als in Lightroom Mobile, deswegen habe ich den jetzt nicht gefunden. Mit Clarity muss man ein bisschen aufpassen, wenn man das jetzt komplett nach oben zieht, dann sieht das Bild so aus. Das will keine Sau, deswegen ziehen wir da mal nur so ein bisschen rein. So, 10 Maximum.
Ach nee, das ist Texture. Ja gut, das macht eh ohnehin fast das gleiche. Wobei ich das Gefühl habe, dass Clarity in dem Fall hier sogar viel besser funktioniert. Und die Haze. Die Haze, ja, sorgt eigentlich dafür, dass atmosphärischer Nebel oder sowas weggeht. So. Ich glaube, was ich jetzt noch machen werde, ist diesen linken Bereich hier. Da werde ich ein Gradient noch drüber ziehen. Und zwar so. Normalerweise müsste der mir doch auch anzeigen, warum tut er das denn nicht? Range Mask. Eigentlich müsste mir der Gradient anzeigen, wo er... Ah, doch, da. Okay. Wo er wirkt und wo nicht. Also es ist einfach nur eine Maske, um zu sehen, wo der Effekt, den ich jetzt mache, quasi reinkickt. Ich lege den jetzt mal hier über diese linke Seite und ziehe dann mal ein bisschen Exposure runter. Oh, das sieht ein bisschen heavy aus. Ja, das ist viel zu heavy, das heißt, da muss ich ein bisschen aufpassen. Okay, so und dann will ich eigentlich, dass das hier unten weg ist. Kriege ich aber gerade nicht hin. Das hätte ich wahrscheinlich von vornherein hiermit machen müssen. Dann hätte ich aber den, also mit dem Brush machen müssen, hätte ich aber nicht so einen schönen Verlauf. Ich guck mal eben, kann ich den nicht irgendwie, ah doch, natürlich hier. Genau, ich kann jetzt, glaube ich, hier nämlich nochmal den Effekt wegmachen. Ja, okay. Dann haben wir das nämlich nicht komplett hier über diesen Bürgersteig. Eigentlich will ich das nämlich nur in der Wand haben. Ups, das war ein bisschen zu weit. Nochmal kurz O drücken, um hier zu gucken, wo die Maske überhaupt ist. Und Automask ausmachen, weil sonst entscheidet Lightroom quasi so ein bisschen selber, wo es ansetzt und wo nicht, und das will ich gerade nicht. Ich soll genau da alles wegmachen, wo mein Pinsel drüber geht. So. Das sieht doch wunderbar aus. So, wenn Sie mal das Vorher-Nachher angucken, bin ich damit auch relativ zufrieden. Ein random Street Photography Bild, wo ein Mönch in einer Kirche vorbeikommt. Ich finde die Wand tatsächlich ziemlich cool. Und finde auch, dass das eigentlich mit diesem Mönch ganz cool aussieht. So, ich werde jetzt nochmal eine Maske um den Kollegen hier ziehen. So, und bei dem nochmal ein bisschen den Kontrast erhöhen. Moment, mal die Maske mal aus. Nee, mehr Kontrast bringt bei dem nichts. Ja, Shadows ein bisschen hoch. Man sieht halt leider ein bisschen wenig in seinem, in seiner Robe. Ist aber nicht ganz so schlimm. So. Overall bin ich damit doch relativ zufrieden. Ich überlege, ob da tatsächlich doch ein bisschen Motion Blur ist. Ach nee, ah okay, ich weiß, wo der Fehler ist. Ich frage mich ein bisschen, warum der Kollege Mönch hier nicht so super knackescharf ist. Liegt aber daran, dass ich auf die Wand hinten fokussiert habe. Das war nicht ganz so klug, aber ich habe, wie gesagt, auch nicht so schnell geschaltet, als er da vorbeigelaufen ist. Deswegen nehme das jetzt so, wie es ist.
Ich spiele immer nochmal nach dem Gesamtediting nochmal ein bisschen mit der Tone Curve rum, um nochmal zu gucken, ob ich vielleicht auch noch ein paar Sachen im Kontrast verändern kann. Wie zum Beispiel, ja, hier, wie zum Beispiel die Shadows hier oben ein bisschen anheben. Und hier diesen Blackpoint noch ein bisschen weiter anheben. Ja, dann kriegen wir nämlich direkt wieder ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, kriegen wir nämlich hier direkt wieder ein bisschen mehr Details in dieser Robe oder was auch immer es ist. Bei den Whites noch ein bisschen. Okay, da verändert sich nicht mehr viel. Alles klar, grundsätzlich sieht das ganz cool aus. So, was ich jetzt noch machen werde, man könnte jetzt argumentieren und sagen, okay, hier muss nichts mehr weiter retuschiert dran werden, weil diese Struktur in der Wand eigentlich ganz cool aussieht, auch mit diesen, ja, Fehlern, mit diesen abgebröckelten Dingern. Hast du das geschossen? Okay. Hast du das geschossen? Okay. Ja, habe ich. Vor ein paar Tagen war ich eigentlich nur, ich weiß gar nicht, wohin ich unterwegs war. Ach, vor der Arbeit, genau. Vor der Arbeit einfach nochmal ein, zwei Stunden rumgelaufen und random an nicen Spots gewartet. Und ich, wie gesagt, ich fand die Wand halt cool. Und ja, habe gehofft, dass ich genau so einen Shot kriege, wo jemand vorbeiläuft, eine einzige Person. In dem Fall war das der Mönch. Mache ich da jetzt noch was dran? Ja, ich werde hier diese Zigarette und so wegmachen. Das heißt, ich werde das Bild jetzt einmal in Photoshop schicken. Mit Command E funktioniert das. Das heißt, Photoshop öffnet sich jetzt automatisch. Ich habe genau einen Zuschauer, was schon mal sehr befriedigend ist. aber nicht wundern, dass ich hier, auch wenn niemand zugucken würde, bei diesem Livestream jetzt gerade, nicht wundern, dass ich trotzdem hier so ein bisschen erzähle und rede. Das Ganze wird hinterher noch auf YouTube veröffentlicht, also es kann gut sein, dass der ein oder andere sich das nachträglich nochmal anguckt. Und da muss ja auch irgendwie ein bisschen was erklärt werden, selbst wenn niemand live zuguckt. So, was ich jetzt machen werde, ist, ich habe da einfach so ein, was heißt so ein Tick, aber weiß ich nicht. Ich finde die Wand und so, das sieht super nice aus. Ich hätte es aber gerne clean. Das heißt, ich werde diese ganzen kleinen Fehler hier wegmachen, diese ganzen Sachen aus der Wand. Das mache ich folgendermaßen. Hier ist der Grundlayer. Aber auf dem direkt werde ich nicht die Edits machen, sondern ich mache einen neuen Layer auf. Dann benutze ich das Content Aware Tool. Und gehe da einzeln drüber. Das heißt, ich gehe jetzt quasi das komplette Bild durch und gucke, wo diese ganzen Fehler sind und mache die alle weg. Nicht alle, aber die allermeisten. Die, die mich irgendwie stören und die, ist auch nicht, die meisten stören mich. Für mich ist das tatsächlich ein bisschen Zen. Immer wenn ich sowas machen kann, ist das schön. Ist das pure Entspannung. Vielleicht ein bisschen, also der ein oder andere wird das vielleicht ein bisschen absurd finden, weil gerade diese Fehler hier und diese ja, abgebröckelten Dinger, also die abgebröckelten nicht wegmachen. No, nicht wegmachen. Warum nicht wegmachen? Ja, wahrscheinlich, weil man sich denkt, ah, okay, sieht doch cool aus, weil das dem ganzen Charakter verleiht und so. Ich bin aber irgendwie eher ein Fan davon. Ja, ich weiß nicht, Sachen ja zu cleanen, irgendwie ein bisschen aufzuräumen, die halt ablenken. Und mich lenkt sowas ehrlich gesagt ein bisschen ab, wenn da solche Sachen drin sind. Ich meine, klar, das ist dann auch nicht mehr die Realität, weil die Wand normalerweise kaputt ist. Ich werde ja auch nicht alles machen, aber so das allermeist, so die, weiß nicht, so diese ganzen Flecken, so alles, wo Idioten irgendwie Kaugummi dran geklebt haben oder so. Okay, das war ein bisschen zu viel des Guten. Weiß nicht, sowas mache ich irgendwie meistens wirklich weg, weil ja, weil es mich stört. So, ich finde, diese Seite sieht ehrlich gesagt jetzt direkt viel besser aus als diese.
No, nicht wegmachen. Zu spät, würde ich mal sagen. Eigentlich mache ich sowas immer nur mit Sachen, die ja quasi im Bild sind und die ich nicht drin haben wollte, aber die ich halt beim Shoot oder in der Situation nicht ändern konnte. Beispielsweise, wenn jetzt irgendwo, ne, wenn hier Zigaretten rumliegen, irgendeine Flasche oder was weiß ich, alles, was halt nicht geil aussieht. Und nicht für mich zum Bild. Der Mönch hat eine geile Nase. alles, was nicht zum Bild dazugehört, kommt halt weg. So genau zum Beispiel hier auch das an seiner Robe hier. Das kommt weg. Ich will das da nicht haben, weil das, ich weiß nicht, das gehört für mich nicht zu dem, was das Bild, irgendwie rund macht. Kann mal an die Nase ranzoomen. Sieht ein bisschen aus wie meine von der Seite. Wenn jetzt gerade schon hier eine Person, halt geil, wenn jetzt schon eine Person gerade im Chat ist, eine Person, die ich auch noch sehr gut kenne, dann sag doch mal bitte Bescheid, ob die Mucke, die im Hintergrund läuft, zu laut oder zu leise ist oder ob meine Stimme zu laut ist oder irgendwas. Ich hatte nämlich letztes Mal ein paar technische Probleme. Es wäre natürlich doof, wenn das dieses Mal auch so ist. Die Mucke zu laut wäre oder wenn man sie gar nicht hört, weil dann kann ich sie auch weglassen. So. Ja, eigentlich mache ich es mir gerade hier damit auch eigentlich nur unnötig schwer und bin unnötig pingelig, weil eigentlich war das Bild ja fertig. Aber Hintergrundmusik ist gut, Stimme auch. Klasse! Vielen Dank für das Feedback. Ja, was wollte ich dazu noch erzählen? Irgendwas wollte ich gerade noch dazu sagen. Ich wollte mich rechtfertigen, warum ich das hier mache. Bitte, danke. Also, man kann natürlich sagen, so, okay, alles, was Manipulation ist, so, und alles, was, weiß nicht, alles, was halt, wenn du das Bild geschossen hast, dann sollte das Bild halt so bleiben, wie es da ist. Sehe ich halt anders, weil, also keine Ahnung, ich habe das Bild halt so gesehen. Als ich das geschossen habe, habe ich das nicht, sah das nicht so aus wie das hier in meinem Kopf, sondern das Bild sah halt in meinem Kopf so aus. Ich hatte quasi dabei schon die Idee, dass es so aussieht. Und hinterher tue ich eigentlich fast nie etwas an einem Bild so, dass es unnatürlich ist, dass es dass etwas da ist, was in Wirklichkeit nicht da war. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwas rein photoshoppe oder so, was nicht da war und dann hinterher so tue, als wäre es da, keine Ahnung, ein Elefant beispielsweise. Das wäre wack, weil ich habe da gestanden, habe da gewartet, bis dieser Mönch da war und der Mönch war halt da. Es macht nichts, ich weiß nicht, ich finde das nicht wirklich, ist nicht wirklich ein Ziel, einfach nur einen Hintergrund zu haben und da dann irgendwie was drauf zu machen. Natürlich kann man das auch wieder sehen, wie man will, aber ich bin eher ein Fan davon, Sachen zu reduzieren, also Sachen wegzunehmen. Zu gucken, was ist das Grundbild, was sieht daran geil aus und was davon will ich übrig lassen. Und alles, was nicht da sein muss, um die Geschichte zu halten, also wenn man es mal ganz over the top sagen will, was die Story des Bilds irgendwie, was da nichts zutut, das kommt halt weg. Wie diese ganzen Sachen hier. Diese ganzen Bröckchen. Ich könnte natürlich auch eine Wand fotografieren, die komplett wasted ist, die komplett broken ist irgendwie. Dann würde ich es wahrscheinlich sogar so lassen, weil das dann die Story ist von des Bildes, das ich halt irgendwie erzählen will, aber was ich irgendwie darstellen will, aber so, weil ich auch schon Fotos gemacht habe, wo ich hinterher, keine Ahnung, Neon-Sachen rein gefotoshoppt habe oder irgendwie sowas, aber Artistic Choice. Kann ja machen, was ich will. So. Ja, Mike Müller 66. Was machst du denn gerade? Ich habe gehört, Interaktion mit dem Chat ist ganz, ganz wichtig bei so Livestreams.
Ist ja schon merkwürdig genug, dass gerade überhaupt jemand nichts zu tun hat und mir dabei zuguckt. Wobei das vielleicht auch ganz entspannend sein kann. Kochen, sagt er. Okay, was kochst du denn? Ich habe gerade noch ein Brötchen mir reingepfiffen. Wirklich gegessen habe ich nichts. Essen tue ich gleich zu Hause. Ja gut, beim Kochen, ne? Der eine hört einen Podcast, der andere guckt hier Leuten zu, wie sie Fotos bearbeiten. Jeder wie er mag. Steak und Pommes. Klasse. Steak ist ja genau meins. Nicht. So, gucken wir mal. Ich habe hier die ganzen Edits auf diesem, ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Ah ja, doch, hier. Wenn ich hier auf der rechten Seite, ich vergrößere das mal hier kurz, wenn ich hier auf der rechten Seite diese zwei Layer, einen davon jetzt mal ausmache, und zwar den Base Layer, der das Hauptbild ist, dann sieht man hier die ganzen Sachen, die auf dem oberen Layer übrig geblieben sind, die ich alle weggemacht habe. Und das sind relativ viele Sachen. Und das sieht jetzt so aus wie, ja, okay, ne, war nicht nötig oder so. Aber ich finde persönlich, dass das Bild so, wie es jetzt gerade ist, wesentlich aufgeräumter ist. Ich finde es viel klarer, viel klarere Strukturen, klarere Linien. Es geht nur um diesen Typen, der da vorbeiläuft, um diese Tür, um den Schattenwurf, so um dieses Mood. Ich finde, wenn ich jetzt mal diesen Layer hier wegmache, den oberen, den mit den Edits, so, und das alles drin lasse, ich weiß nicht, für mich ist das das fertige Bild. Speichern. Steak und Pommes. Was esse ich denn nachher zu Hause? Ich habe noch Miracoli zu Hause. Und das ist kein Placement. Das muss man ja immer dazu sagen heutzutage. Ich habe noch schön Spaghetti zu Hause. Oder, was soll ich denn noch? Ich mache einen leckeren Auflauf. So, hat Photoshop gespeichert? Yes, Photoshop hat gespeichert. Nice. So, geben wir dem geediteten Bild. Das ist das rote. Ups, das ist das rote. Da muss ich dir mal recht geben. Wobei recht geben, jetzt habe ich nicht schnell genug geschaltet. Dass Spaghetti auch eine feine Sache ist. So, wir können ja mal ganz kurz hier die Before-Ansicht. Oder kann ich das, Moment, kann ich da gar nicht hin und her switchen? Wahrscheinlich nicht. Das ist natürlich doof. Dass die Wand vorher scheiße aussah. Ah ja, gut. Ja, wenn ich jetzt mal hier vor und zurück gehe, finde ich, sieht das Bild schon wesentlich nicer aus. Übrigens, wer ein paar Sachen von der Sehnsel, also sehen will, die Sachen, die ich hier dann beispielsweise geeditet habe, die ich dann hochlade, die besten, zumindest, ja, was heißt die besten Sachen, aber die Sachen, die ich am coolsten oder am repräsentativsten finde, die landen bei mir im Portfolio. Der Link dazu ist gerade im Chat. Und eher so Sachen, die ich ab und zu mal raushaue, die sind bei 500px. Auch dazu ist der Link gerade im Chat. So. Ich versuche gerade mal zu checken, warum ich mir hiervon jetzt nicht die Vorher-Ansicht anzeigen lassen kann. Das macht nämlich eigentlich kaum Sinn. Ach so, Moment, weil ich hier nicht in dem Develop-Tool bin. So, wenn wir jetzt mal gucken, wie das Bild vorher aussah. Ach, Lightroom, ey, du brauchst immer so Ewigkeiten. Das ist so ätzend. Kannst du da alles reinbasteln? Kann ich da alles was reinbasteln? In ein Bild, oder? So, wenn wir mal gucken, wie wir angefangen haben. Das Bild hier oben, das Bild, was ihr hier jetzt gerade seht, überbelichtet, nicht so pralle. Und wenn ich dann mal gucke, was daraus geworden ist, nach dem Edit und nach dem Edit, ziemlich nice.